Yeah, Buddy, was geht ab, ihr Lieben? Seid ganz herzlich willkommen hier bei Povrot TV. Mein Name ist Povrot und ich bin zurück von der RPC. Es war ein mega geiles Event. Jetzt wird erstmal eine Runde Minecraft gedaddelt. Und ich habe ja gesagt, ich will noch andere Charaktere ausprobieren in dem Super Smash Mobs Modus. Und ihr habt mir ja so ein bisschen beschrieben, wie das funktioniert, dass ich hier rumlaufen kann, dass ich mir hier... Wenn ich... You get equipped... Slime! Aha, jetzt bin ich ein Slime. Skelett will ich nicht mehr sein. Okay, dann probiere ich dieses Mal den Slime aus. Wir werden sehen, was der Slime kann. Tap Jump, Right Click with X to Slime Slam. Hold Release Block to use Slime Rocket. Alles klar, wir werden gleich sehen, wie das Ganze funktioniert. Ich probiere auf jeden Fall den nächsten Modus aus. Ich bin mega motiviert. Ich habe riesen Spaß gehabt. Es war einfach das Allergrößte, euch endlich zu sehen, euch endlich kennenzulernen. Und geht's schon los? Slime Slam. So, ich muss mich natürlich komplett... Wow! Wow! Ich muss mich komplett wieder reinfuchsen. Ich bin total raus. Ich bin ein bisschen übermüdet. Die RPC war aber der Wahnsinn. Die Roleplay Convention. Ich hoffe natürlich... Aha. Aha. Da habe ich irgend so einen Slime-Block hier. Hap, hap. Oh. Rechts. Warte mal, warte mal. Jetzt. Slime Rocket. Boah. Wuhu! Wer hat mich da so weggekickt? Oh. Papi hat ein Leben verloren. Ich muss mich natürlich wie immer mit neuen Charakteren, mit neuen Kids natürlich komplett wieder auseinandersetzen. Und ich habe es mir ja gerade ein bisschen durchgelesen. Ihr habt es gesehen. Was bringt denn dieser Slime Slam? Ah! Nein! Aber vielleicht sterbe ich nicht als Erster. Alter, ich fühle mich wieder wie der übelste Anfänger. Aber es ist mir, ey, es ist mir sowas von wurscht. Ihr habt mir so eine geile Power gegeben an alle, die nicht da waren. Ihr müsst es natürlich nicht bereuen. Es war trotzdem mega, mega geil, aber ihr müsst es nicht bereuen, weil es wird noch hundertprozentig mega viele Gelegenheiten geben, die nächste Gamescom sich da zu sehen. Ey, ich freue mich so riesig. Ich werde jetzt definitiv, auch mit Mike, wir haben drüber gesprochen, Kev nimmt ja sowieso schon jedes Event mit und, wir werden jetzt... Was bringt denn dieses Slime Rocket? Was macht der? Und wir werden auf jeden Fall jedes Event mitnehmen. Das ist einfach der Wahnsinn. Ich weiß gar nicht, wie man das sonst anders beschreiben kann. Hä? Ich verstehe den Slime schon wieder nicht. Neuer Charakter. Und ich habe in den Kommentaren gelesen, es ist zu kompliziert, alle Charaktere zu beschreiben. Deshalb wurde es halt nicht gemacht. Aber ich, also gut, fürs nächste Mal wünsche ich mir einfach, dass ihr mir den Slime vernünftig beschreibt. Was, zum Beispiel dieses Slime Rocket. Ich ziele jetzt hier. Ja, und jetzt? Also der Slime, ich weiß nicht, ist mir gerade... Ist mir gerade ein bisschen komplizierter sogar noch. Na komm, wo bist du, Skeletor? Da ist er. Hallo, guck mal. Respawning in 4 seconds. Ist das so? Bin ich nicht eigentlich schon tot? Nein, ich bin tot. Komm, direkt noch eine Runde. Ich warte da gar nicht lange. Hier wird nicht viel geschnackt. Hier wird direkt gemacht. Hey. Lol. Smash Mobs. In 10 Sekunden kann ich mich in ein Game reinjoinen. Und dann wird ein bisschen geschnetzelt. So, ich hoffe, ich kriege das in der zweiten Runde ein bisschen besser hin. Also ich muss mich wirklich... Das ist jetzt das allererste Mal, dass ich einen Slime gespielt habe. Jetzt kommt die zweite Runde. Und dann beschreibt ihr mir das bitte in den Kommentaren, wie ich den Slime richtig zu spielen habe. Denn ich will auf jeden Fall ein bisschen schnetzeln. Und wie immer, mich packt natürlich jetzt der Ehrgeiz. Ich will mich in der nächsten Aufnahme ein bisschen verbessern. Und dafür brauche ich definitiv eure Hilfe. Alter, der hat ein krasses Kit. Warte mal, warte mal. Ich muss... Ah, ich muss noch den Slime wählen. Schnell, Papi, will den Slime. Jetzt bin ich ein Slimey. Ein kleiner Slimey. Also so sehe ich eigentlich aus.
Dafür müsste ich Geld bezahlen, Geld bezahlen, Geld bezahlen. Spider, Iron Golem. Also es wäre geil, wenn ihr mir diese beiden Charaktere auch noch beschreiben könntet. Was machen die Fähigkeiten? Wie spiele ich sie? Spiele ich sie irgendwie mit Reichweite? Spiele ich sie auf dem Nahkampf? Muss ich vielleicht sogar draufgehen mit einer bestimmten Fähigkeit? Also dass ihr mir so ein bisschen nicht nur die Fähigkeiten, aber auch ein bisschen die Taktik vielleicht präsentiert. Und ich nutze dann natürlich euer Fachwissen, euer Minecraft-Profi-Wissen. Und dann werde ich die Gegner zerstören. Okay, wir schauen mal. Each player has 3 response, electric response, hunger. Last player alive wins. Das wissen wir bereits. Und das Geschnetzel geht los. Ich mag es ja eigentlich, mich zu verstecken. Dafür war das Skelett erstmal gut, weil ich halt nicht so... Ey, das ist so... Nee, das ist... das war kein Spieler, oder? Glaube ich zumindest. So, was ist das jetzt hier? Slime Rocket. Ich ziele jetzt zum Beispiel. Ja, und was macht die Slime Rocket? Wieder eine Slime Rocket. So, Slime Rocket wird gecharged. Oh ne. Oh ne. Einfach einen Schritt zurückgegangen und dann bin ich runtergefallen. Oh ne, ey. Warte mal, so. Slime Slam. Ich komme da irgendwie nicht so richtig klar. Was bedeutet das alles? Was hat das zu bedeuten? Sollte ich vielleicht Kev fragen? Aber er wohnt ja auch nicht mehr hier. Wie soll ich ihn fragen? Komm, ich gehe jetzt irgendwo... Alter, das ist der mit diesem krassen... Skin. Oh! Bin runtergefallen. Okay, in 4 Sekunden bin ich wieder da. Wie gesagt, diese paar Runden nehme ich jetzt einfach mit, um schon mal die ersten Erfahrungen zu sammeln. Aber ich merke einfach, wie immer, ganz ehrlich, was wäre man ohne diese Community? Man hat es auch wieder auf der RPC gemerkt. Wir können zocken. Wir können diese Power erstmal... Wir können dieses kleine Feuer... erstmal in dieses ganze Feuerholz werfen. Aber der Riesenfunke, das Riesenlodern, das kommt von euch. Ey, und das hat so viel Laune gemacht. Wow, ich hab's geliebt. Und ich liebe es, dass es noch mehr davon geben wird. Und ich liebe das Leben und ich liebe die ganze Zusammenarbeit mit euch. Und wow, ich habe echt tolle Leute kennengelernt. Ich habe mit tollen Leuten gequatscht. Ich habe super tolle Erfahrungen gesammelt. Und jetzt bin ich auch gleich wieder tot. Ich weiß auch hier gar nicht, was ich machen soll, Alter. Ich rede lieber über die RPC. Und ich bin schon wieder tot. Ein Leben habe ich noch. Komm ey, jetzt versuche ich nochmal alles zu geben. Weniger RPC, mehr Minecraft zocken. Oh, aber ich bin so hin und weg von diesem Event. Alter. Wow. Alter, jetzt brenne ich. Alter. Komm, der Slimy! Noch ein Slimy! Und ich bin tot. Und das war's. Leute, ich belasse es auch jetzt erstmal bei dieser Aufnahme. Ihr erklärt mir einfach, wie soll ich den Slime spielen? Und am besten noch die beiden anderen Charaktere. Aggressiv, passiv, soll ich mich verstecken, so wie ich das eigentlich gerne mag, wenn ich noch nicht so richtig den Skill raus habe. Also erklärt mir ein bisschen das Ganze, helft mir auf jeden Fall. Und genauso wie auf der RPC, ich werde sie noch 1000 Mal erwähnen, weil es einfach so ein wahnsinniges, überwältigendes Ereignis war. Wow, ich danke euch. Mua, mua, mua. Ihr seid der Wahnsinn. Ich bin jetzt erstmal raus. Ich bin euer Powerwort. Ich danke euch für alles. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.